So, und wieder sind wir auf dem Weg zu einer neuen Mission. Und ich glaube, wir begeben uns diesmal zu Lucky Quinn. Und in der letzten Folge hatten ja wir unsere Familie, oder Verwandten ehrlich gesagt, aus der Stadt gebracht. Und jetzt kümmern wir uns um den, dem wir das Ganze zu verdanken haben. Kein Weg zurück. Viel Spaß, Leute. Das Mellow Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Erreichen Sie das Mellow Hotel. Ich bin's. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Was? Mir kommt da schon wieder ein Hinterhalt vor. Aber mal sehen, was uns hier erwartet. Belauschen Sie die Quinns Party und finden Sie ihn. Kamerazugriff. Steht in geschäftlicher Verbindung zu Lucky Quinn. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange. Ja, da ist auch sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Okay. Verfolgen Sie Quinn in dem Bürogebäude. Meine Frau. Der Doktor würde sich keinen Champagner mehr trinken. Wer war der Mann, der vorhin bei Quinn war? Der Große mit dem Nein, wir hörten einfach nicht zu. So. Es war letztens. Ich will raus. Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege und dieses gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Rack erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also,
verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Greifen wir mal auf das Hotelnetzwerk zu. Und okay Leute, bis gleich. Okay, wir sind drin. Patrouilliert jemand in den Docks? Was zum... Jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Infiltrieren Sie das Hotel. Ist nicht mein Problem. Hey! Mal sehen, wir was... Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Seht euch das bitte mal an. Okay. Dann schauen wir mal, was wir da richten können. Granaten haben wir nicht mehr viel. Der gehört in die Klapsmühle. Ich hab doch gar nichts getan. Jetzt kommen wir immer näher zum Geschehen. Hä? Intrigen. Jetzt gehen wir zum Büro. Wasch. Hey, du kannst nicht gewinnen. Machen wir ihn kalt! Naja, können wir gern auch anders regeln. Du bist so im Arsch, du weißt es nur noch nicht! Jetzt hätte ich mich fast selbst ausgeschaltet. Schick mal ein paar Jungs hier raus! Geht klar! Ich mach dich kalt, Arschgesicht. Wow. Mit dem hat man nicht gerechnet und da kommt man auch schon wieder an den Start der Mission 2. Ja, und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Bereiten wir mal die Granaten vor. Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Seht euch das bitte mal an. Los geht's. Oh, das war leider der Zivilist. Achtung! Zum Teufel. Was denn? Findet ihn! Der Scheißer ist nicht weit! Ich bin kein Scheißer. Leute, ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Du hast doch nichts gesehen. Zack! Gefunden! Verlass dich nicht auf dein Glück!
Check das Magazin. Ich habe eine Kugel, die darauf wartet, dass du zurückkommst. Ich habe eine Kugel, die darauf wartet, dass du zurückkommst. Ja, einmal reicht. Ja, mach, dass du wegkommst, Arschloch. Jetzt ist er tot. Ich habe eine Kugel, die darauf wartet, dass du zurückkommst. Okay, Leute. Gib doch auf. Nein. Du hast dich heute mit den Falschen angelegt. Rückst du ihm vor? Du zögerst das Unausweichliche nur hinaus, Arschloch. Du hast den Fall. Werft ihm eine Granate hin. Du hast dich überschätzt, Mann. Mann, kill dich doch selber. Lass ihn nicht raus. Schmeiß mal eine Granate auf. Verkehr. Das war da mal einer, ne? Ja, ja. So, der Eingangsbereich ist schon mal sauber. Und dann gehen wir mal hier weiter. Verletzt? Oh nein. Weiß das jemand? Geht doch auf! Okay. Ich stecke mitten im feuchtesten Traum jedes Verschwörungstheoretikers. Okay, meine Fresse! Was ist das? Gott, meine Ohren! Dann locken wir die mal hierher. Hat dann wohl doch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Mal sehen, ob du mit mir fertig wirst. Achtung! Los, rück vor und finde den Bastard! Ab hier, dich! Ich geh weiter! Wow! Habe ich mich tatsächlich jetzt selbst in die Luft gesprengt? Oh no! Okay, alle guten Dinge sind drei. Ich bereite, wie gesagt, schon mal die Granate vor. Die ist mir ohne Kill. Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Oh. Seht euch das bitte mal an. Jetzt ist er tot. Ich muss nach Hause. Alles wird gut. Oh Gott, nein! Komm raus. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Hier, Reiter. Ich such da drüben. Ich muss nach Hause. Hier ist er nicht. Ihr schießt auf mich. Ich werde getroffen. Dreh dich mal um. Und beeil dich. Pass auf, Mann. Oh. Sterben. Oh. Hast du was gesehen? Achtung. Er ist Achtung. Hier. Ganz sicher. Ist mir egal wie. Achtung. Findet ihn. Los, findet ihn. Achtung. Findet und töte den Wichser! Vorsicht! Nicht abschütteln lassen! Heilige Scheiße! Wow! So. Willst du schon gehen? Du bist im Arsch, Mann! Ist da anscheinend doch. Du hast dich übernommen!
Jetzt platzt mir der Kragen! Was geht hier vor? Okay, jetzt sparen wir mal ein bisschen was. Ich will nicht sterben. Oh. Ich stehe unter Beschuss. Du warst unter Beschuss. Oh je. Das ist doch scheiße. Oh Gott, nein. Rein, 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 rein. Jetzt gehen wir einfach mal zum Büro. Vielleicht darüber gerannt. Sieh nach. Ach du Scheiße. In Deckung, du Vollpfosten. Vollpfosten. Oh Gott. Vielleicht ist er hier abgehauen. Guck mal da drüben. Ich verschwinde mal lieber. Du bist ungedeckt. Hey, ich kenne den Kerl. Der hat uns unser Geschäft versaut. Dann versau ich mal deins. Oh! So. Kacke. Ich glaube, das waren jetzt mal alle für den Anfang und wir schauen mal, was wir hier so finden. Sprengen? Ne, kein Bock drauf. Könnte man den Aufzug benutzen oder ist er heute nicht in Betrieb? Dann gehen wir mal an die Seite. Ich verschwinde mal lieber. Nee, kannst schon bleiben, passiert schon nix. So. Okay. Und da sind wir. Oh, Papa. Sorry. Ja, jetzt bin ich da, aber keine offene Tür. Sprengen? Nein. Findet man hier irgendwas? Ah, das sieht doch mal interessant aus. Ding! Okay. Hab mal. Wo bleibt denn der schöne Lift? Ja, wo bleibt er denn? Boah. Alter, wie viel Stockwerk hat denn dieses Ding? Boah. Okay, Leute, jetzt hatte ich ein bisschen kurzen Reaktionsverlust, aber jetzt geht's ab nach oben. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Gut. Oh, wow, wow, wow. Scheiße. Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Drücken Sie B.
Rohr. Jawohl. Kämpft sich den Weg zu vor. Rücke vor. Oh nee. Oh, schön, dass ihr euch gegenseitig mal ein bisschen darüber kloppelt. So, der eine ist mal fort. Der muss weg. Echt? Dann machen wir das jetzt ein bisschen anders. Die Hälfte ist in der Luft und auf dem Weg zur Einsatzstelle.
Scheiße! Weg hier! Weg hier! Das ist jetzt mal ein bisschen ein spannendes Fältchen hier. Sind doch etwas hartnäckiger als ich gedacht habe. Doch es ist nur mal einer übrig und den schnapp ich mir jetzt auch noch. Seit sind wir hier drin? Das bringt hier nichts. Habe ich noch Besseres zu tun. Fantasy Quinn. Quinnchen, wo bist du? Wir mussten unsere Zusammenarbeit mit Clara Little beenden. Eine begabte Hackerin. Hier wären wir.
Sie sind noch jung, Mr. Pierce. Drehen Sie sich einfach um. Gehen Sie weg. Gibt es jetzt hier mehr rein? Ich schwöre Ihnen, was? Dieser Raum ist absolut sicher. So viele Leute wollen Sie schnappen. Das gilt auch für mich. Aber es ist weitaus schwieriger, als wir dachten. Legen Sie ein Profil von Lucky Quinn an. Erwarten Sie Applaus, wenn Sie da rausgehen, dass die Stadt vor Ihnen niederkniet und Ihnen dankt. So. Ist alles in Ordnung? Ihre Anteilnahme in Ehren. Aber konzentrieren Sie sich lieber auf die Flucht. Aber flott. Ich bin ihretwegen hier. Glauben Sie, kugelsicheres Glas hält mich auf? Was haben Sie vor? Einem alten Mann beim Sterben zu sehen. Größere Männer als Sie wollten mich vernichten. Ich habe Sie fertig gemacht. Jeden Einzelnen. Wollen Sie, dass ich bettele? Lucky Quinn? Auf den Knien. Betteln Sie ruhig, das interessiert mich nicht. Sie wissen gar nicht, warum wir Sie angriffen. Es war ein Fehler. Wir dachten, Sie wollen das. Sie waren schlampig, wären Sie abgehauen. Ich hätte Sie vergessen. So eine reizende Frau, Rose Washington. Wäre sie nicht gestorben, wo wäre ich dann? So viele Frauen sterben ohne Sinn. Wenigstens hatte sie den Anstand, vor einer Kamera zu sterben. Der Bürgermeister war immer sehr unvorsichtig. Verlieben. All das. Linas Tod. Nur weil sie fürchteten, ihre Marionette zu verlieren. Glauben Sie, sie gewinnen? Wenn ich sterbe, kriege ich eine Statue. Und sie? Die Stadt lebte weiter, als ihre Familie trauerte. Weil sie nicht wichtig sind. Ich weiß es. Es gibt Beweise. Noch nicht gehört? Ich bin der Rächer. Ich erledige Abschaum wie Sie. Okay. Moment, wann muss ich denn jetzt wirklich? Oh mein Gott, nee, nicht wirklich. Okay. Das ist. Da ist hin. Quinn ist tot. Ich sollte jetzt wohl sagen, dass ich mich leer fühle, oder? Ich würde mich selbst belügen. Endlich fühle ich mich wach, als könnte ich wieder atmen. Lina? Nichts macht ihren Tod ungeschehen. Aber vielleicht kann ich etwas. Alter, was tun, ist denn das für ein Geräusch hier? Doch etwas ändert. Okay. Tibor, es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Laden Sie das Video herunter. Siehst du dann. Okay.
Dann kommen wir aus dem Hotel. An alle Einheiten. Luftunterstützung ist unterwegs. Verdächtiger ist vor Ort. Oh. Los! Oh, Scheiße! Okay, Leute, wir hauen in der nächsten Folge ab. Bis bald, euer Red Dragon Gamer. Bei gefällt mir, Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und bis gleich. Ciao.